So, ich habe mir gesagt, eine halbe Stunde mache ich noch und dann gehe ich frühstücken. Besucherin. Oh, gehen wir mal rein. Fremde. Warum bist du hier? Sei gegrüßt, Fremde. Mit dir kommt frischer Wind. Oh, ich glaube, du meinst Evinna. Der? Einen helleren Tag von ihr gehört. Sie verwaltet das Gelände. Wo ist der Unterschied zu einer Hüterin? Sie reist zu den Jagdgebieten und sorgt dafür, dass sie in gutem Zustand sind. Lassen wir einen Fremde einfach hier rumlaufen? Okay. Da ist auf jeden Fall eine Feierstelle. Da sind Wahl und so. Ja. Feuerstelle haben wir schon mal. Mehr unsere Heimat. Eine Fremde in Rheinklar. Wenn du hier überleben willst, solltest du mit mir sprechen. Sei gewarnt, halte dich von den Ruinen im Nordwesten von Rheinklang fern. Späher sagen, dass nachts im Wald etwas leuchtet. Was immer es ist unnatürlich. Gut zu wissen. Könnte ein Blick wert sein. Oh, hey! Wir haben ein paar Füchse. Kein Wildschwein. Ah, das wird sicher eins zu finden. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fahr ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Wahl sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat das schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst.
Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Kommt immer näher. Das können wir nur akzeptieren. Ich werde mich von all dem nicht unterkriegen lassen. Wir diskutieren nicht. Was immer der Chor sagt, wird gemacht. Nein, nein! Warum können wir nicht gehen? Weil wir nicht können. Ziemlich unhöflich, oder? Sei gegrüßt. Was du so im Lager in der Schule?
magischen Schüssel los ins Eisblau zu ersetzen. Ein Zeller wird uns auch hat sich bewegt. Ich habe das Einfällen schon so oft vielleicht hat der Langhals sich jene, die noch leben. Keine andere Maschine ist groß oder stark genug, sie zu bewegen. Warte dann. Meinetwegen könnte es mehr Training und weniger Gesang geben. So spricht eine Tenakt. Nicht nur das? Vergiss nicht. Die Abstellung des Soldaten Die Gerüchte sind also wahr. Du musst die Soldatin sein, die Regalas Streite besiegte. Und die hier für mächtig Aufruhr gesorgt hat. Was macht eine Tenakt in Rheinklang? Vorräte aufstocken für die Reise ins Jagdgebiet. Du solltest hinkommen, nordwestlich von hier. Eine gestandene Soldatin wie du schafft die Prüfungen dort bestimmt. Schätze ich auch. Vielleicht sehen wir uns dort. Wir konnten Sprache zurück, ne? Echt mal wieder. Ja, ich habe die Sprache wieder verhökert. Aber egal, wie gesagt, wir haben jetzt mal geguckt, ein bisschen was aufgefüllt. Ich habe gesagt, wir machen hier oben weiter, weil es hat uns keinen Sinn. Hier geht's zur Höhle, ne? Man sagt, die Stürme werden noch schlimmer. Mann? Wer ist Mann? Alle. Die Leute. Siehst du nicht, dass sie schlimmer werden? Die Sonne leuchtet. Ich werde dich. Immer guter Laune bleiben. Wie ist die Lage? Jana wollte dich sehen. Ich weiß nicht wieso. Charmant wie immer. Sieht besser aus.
Nahrungsquellen aufschalten. Okay. War alles da hinten. Also gehen wir hier entlang. Wie läuft's denn so im Jagdgebiet? Ich glaube, ich komme zu spät. Ich glaube, die Sucherei, die geht mir doch ein bisschen auf den Sack, glaube ich, gerade ein bisschen. Was ist das denn hier? Für jemanden, der dir einen Gefallen schuldet? Aloy, dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Wie gefällt dir Ranklang? Sehr beeindruckend. Klar, wenn man auf den Geruch von Dunk steht. Ach, was red ich da? Ich werde auch nicht mehr losziehen, versprochen. Die Leute brauchen mich. Die anderen Entführten hatten es schlimmer als ich. Viel schlimmer. Hilf ihnen so gut du kannst, Jeff. Mach ich. Mit dir kann ich zwar nicht mithalten, aber trotzdem. Jemand wurde vom Kreislauf gerufen. Nee. Ah, ich hab gut gesehen. Volle Felder wandern. Das ist nicht. Reden wir über etwas anderes. Bitte. Können wir reden? Bitte! Der Code trifft sich nicht mit mir. Was soll ich sonst tun? Erzähl mir doch einfach mal, was los ist. Ich bin aus Flusslied, im Norden. Vor ein paar Tagen weckten mich Schreie meiner Nachbarn. Tenakt-Rebellen griffen an. Es waren nur Späher, aber wir wurden kaum mit ihnen fertig, wenn jetzt ein kompletter Überfall kommt. Wir sind doch keine Kämpfer. Wir sind erledigt. Ich dachte, der Chor würde helfen. Ich meine, wir wachsen doch alle aus einer Erde. Aber offenbar will außer einer Fremden hier niemand zuhören. Wäre es vergebene Hoffnung, dass du diesen Kampf an unserer Seite bestreitest? Regalas Rebellen, weißt du, warum sie euch angreifen? Warum geht die Sonne nachts unter? Sie sind Tenakt. Sie leben, um zu kämpfen. Normalerweise gegeneinander. Doch dieses Mal geriet mein Dorf dazwischen. Die Rebellen wollen es ausplündern für ihren Feldzug gegen die westlichen Clans. Hier greifen sie nicht an. Warum flieht ihr nicht nach Rheinklang? Das mag für eine Fremde schwer zu verstehen sein. Utaro tragen Samen bei sich, die nach ihrem Tod wachsen. Mein Volk hat viele Samen in Flusslieds Wäldchen gepflanzt. Ein Geschenk der begrabenen Jahre. Ich glaube, ihr kennt sie als die roten Raubzüge. Wir gehen nicht fort. Unser Opfer war zu groß. Euer eigenes Volk hilft euch nicht. Der Chor soll für alle Utaro sprechen und normalerweise stelle ich ihn nicht in Frage. Aber er sieht äußere Siedlungen wie Flusslied als verloren an. Nicht mehr unter Rheinklangs Schutz. Der Chor will nicht einmal mit mir reden. Wenn ich mal im Norden bin, sehe ich nach deinem Volk. Mehr will ich auch nicht. Geh im Dorf am besten zu Q. Er führt die Verteidigung an. Eine andere Maschine ist groß oder stark genug, sie zu bewegen. Haben wir jetzt entschieden, was wir mit dem Heiligen Pfad machen? Ich muss den Namen nicht gedacht. Die Dissonanz wird morgen mal die uns alle. Noch jemand Hunger?
in Rheinkamm eingetroffen. Ich hoffe, es gefällt dir. Nicht so hungrig, was? Entschuldigung. Wie unhöflich, sagt ihr auch noch. Was für auch zur Bogenübung gerufen? Wir müssen akzeptieren, dass wir die Zukunft der Utago nicht verstehen. Und das war's. Du willst das alles einfach so hinnehmen? Guck mal. Hallo. Möge er durch volle. Hä? Was? Die haben irgendwie so ein, ne? Dann macht er schlimmer. Oh, nein. Er sagt es wegen dir. Warst du schon mal an dieser Ruine westlich des Jagdgebiets? Oh, die am Fuß des Heiligen Pfads? Da halte ich mich nicht gerne auf. Zu nah an der Grenze. Tja, ich hab da mal ein bisschen rumgebuddelt. Du kennst mich ja. Da stecken seltsame leuchtende Möge Kalten der Wind dich tragen, weißt du? Du stimmst mir für den Gesang mit ein? Wie viele Leute kannst du für deine Arbeit schicken? Vor den Chor zu treten. Ich hoffe, das klappt. Es lohnt sich so. Du wirst sehen. Machst du heute Geschäfte? Die liegt dir nicht, was? Du bist eine Nora, oder? Ich habe seit der Jägersiedlung keine mehr gesehen. Ich wusste nicht, dass Utaro so weit nach Osten reisen. Es ist wegen meiner Farben. Ich will lernen, wie andere Stämme mit Wurzeln und Pflanzen färben. Es ist erstaunlich, was der richtige Farbton aus einer einfachen Rüstung machen kann. Ich habe Muster dabei, falls du interessiert bist. Cool.
Sehr gut. Haben wir alle gefahren. Die sind wunderschön. Das ist nichts im Vergleich zur Arbeit der Tenaktfärber. Sie sind vielleicht nicht der freundlichste Stamm. Doch wenn man ihren Färbern Pflanzen bringt, kann es vorkommen, dass sie ihr Wissen teilen. Ich halte nach ihnen Ausschau. All die Leute hier. Das erinnert mich an Mutterherz, heilige Lampe. Alle kamen zusammen, auch Stammwetter zu hören. Du musst deine Heimat vermissen. Ein bisschen. Der Schatz der Natur, verwoben im perfekten Waren. Der gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut, aber frag mich nicht, wie das mir richtig gut gefällt. Das wird beschützen. Irgendwann machen Sie Pause, oder? Solange keine Harmonie herrscht, machen Sie weiter. Das gefällt mir. Dünenschatten, geil. Geilomat. Diesmal habe ich mich selber übertroffen. Nervös? Mit einer Fremden vor dem Kurs zu treten. Ich hoffe, das klappt. Es lohnt sich. Du bist sehen. Erinnert mich an Mutterherz im heiligen Land des Norden. Alle kamen zusammen, um die Worte der Stammmütter zu hören. Du musst deine Heimat vermissen. Ein bisschen. Blöd gemacht. Ganz, wo war denn jetzt meine Werkbank? Ah, Mann, ey, wo war denn die Werkbank jetzt? Der Boden unter deinen Schritten. Wir brauchen einen Ritualsänger für seine Erblühensfeier. Aber wir müssen uns um Wichtigere. Und ich verbringe meine Zeit am besten auf dem Feld. Ich weiß, dass es gerade geschieht. Geil, die aussieht, ne? Wow. Okay. Mögest du durch volle Felder wandern? Ich habe immer an den Kreislauf des Lebens gedacht. Bist du bereit? Wie viele Leute kannst du loslassen? Du könntest einen Gerüstheim auf einem Berggipfel treffen. Ich wünschte, ich wäre halb so gut.
Lasst einen wunderbaren Ort finden, Nora. Schaut ihn dir an. Genieße es. Einerseits ist hier cool, ne? Oder? Der Chor spricht nicht für uns alle. So lässt es zwei nicht unhöflich, oder? Das wird Kell nicht. Ich gleite! Ja gut, ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Naja, die heulen jetzt sehr. Oh. Gut, dass du fit bist. Bis bald, Besucherin. Die Wildnis ist voller Maschinen. Ja. Ja, jede Menge hier. Ja, ein Langhals, hier ein Langhals, da ein Langhals. Guck mal hier. Ey, das kann nicht sein. Weißt du, wie lange ich schon hier spiele? Was haben wir denn hier? Flusslied. Unbekannt. Jagdgebiet. Unbekannte Ruine. Guck mal hier. Oh, lack, 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 lack. Neue Quest. Kaja-Lager. Ja gut. Nützt ja jetzt alles nichts. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zugucken. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Ich habe mich Kohldampf. Mir dampft der Kohl. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, ich habe überhaupt noch Brot da. Ey. Stiller Stark Heilung. Ja gut, ich brauche so viel Zeug. Wie soll das alles klappen, bin ich jetzt ganz ehrlich. Auch nicht weg, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir 18, sieht gut aus. Bis dann. Ciao. Was einst das Paradies